Herzlich willkommen zur zweiten Folge der Programmiersprachen-Serie. Heute werden wir eine der bekanntesten Programmiersprachen aller Zeit behandeln, oder eher gesagt drei Stück davon. Genau, heute geht es nämlich um die ähnlich klingenden Sprachen C, C++ und C#. Ich werde mich in diesem Video einfach mal auf die englische Sprechweise festlegen, die bei mir so klingt, als würde ich den Befehl geben, den Baumstamm endlich von der Straße zu zielen. Wir werden einfach mit der ältesten der drei Sprachen beginnen, C. Obwohl die Sprache bereits 1972 erschienen ist, liegt sie derzeit in den TIOBA-Rankings auf Platz 2. Entwickelt wurde sie von Dennis Ritchie, welcher ebenfalls an der Entwicklung der ersten Unix-Betriebssystemversion beteiligt war. Unterstützung bekam er dabei von den Bell Laboratories, welche Teil von der Forschungsabteilung von Nokia sind bzw. waren. C ist die gängige Sprache für Betriebssystemkernel und viele Programme aller Unix-Betriebssysteme. Seht ihr den Zusammenhang? 3 Jahre vor dem Erscheinungsjahr von C entwickelten Dennis Ritchie und Ken Thompson die Sprache B. Welch eine Namensgebungsgabe! Diese bildete die Grundlage für die weitaus erfolgreichere Sprache C. Durch die Syntax, also Ausdrücke, Formeln und Programmtexte von C sind viele spätere Sprachen beeinflusst worden. Am naheliegendsten sind natürlich die direkten Namensgeschwister wie C++, C# oder Objective-C. Jedoch hat C auch Einfluss auf alle größeren modernen Sprachen ausgeübt. Dazu gehören Java, Python, JavaScript, PHP, Go und Perl, welche übrigens alle noch in zukünftigen Videos behandelt werden. Kommen wir also zur erweiterten Sprache C++. Sie wurde 1979 entwickelt, diesmal von Bjarne Stroßstrup bei dem amerikanischen Telekommunikationskonzern AT&T. 1998 wurde die Sprache sogar von der International Organization for Standardization, kurz ISO, genormt. C++ ist zur effizienten und maschinennahen Programmierung entwickelt worden. Das bedeutet, die eben schon erwähnte Syntax ist ähnlich zu der Syntax bei Maschinenprogrammierung, was dazu führt, dass Programmbefehle schnell einem Prozessor übergeben werden können und nicht erst umgeformt werden müssen. Das führt verständlicherweise zu einem effizienteren Arbeitsablauf. Neben Betriebssystemen wird C++ auch für Treiber und virtuelle Maschinen, also künstliche PCs, die auf einem echten PC simuliert werden, verwendet. In der Anwendungsprogrammierung sind mittlerweile die Sprachen C# und Java weiter verbreitet, da C++ durch die maschinennahe Programmierung vergleichsweise kompliziert zu erlernen ist. Wie schon die Ursprache C, hat auch C++ Sprachen wie C#, Java, PHP, Go und Perl beeinflusst, wo wir schon die ganze Zeit von C# sprechen. Wenden wir uns doch direkt auch dieser Sprache zu. Die objektorientierte Sprache wurde 2001 von Microsoft veröffentlicht. Anders Heilsberg hat mit C# eine plattformunabhängige Allzweckprogrammiersprache geschaffen, welche jedoch in Realität überwiegend auf Windows-Geräten genutzt wird. C# hat sich stark an Java orientiert, diese Sprache jedoch gleichzeitig auch beeinflusst. Eigentlich ist C# jedoch für das .NET-Framework von Microsoft entwickelt worden. .NET bezeichnet verschiedene Softwareplattformen, Produkte, Frameworks und Programmiersprachen von Microsoft, die zur Entwicklung sowie Ausführung von verschiedenen Anwendungen dienen. Im Gegensatz zu C und C++ ist die Sprache mit dem Hashtag weitaus einfacher zu lernen. Anfänger sollten vielleicht aber doch lieber mit Sprachen wie Python oder Java beginnen und sich dann langsam über C# und C++ an C herantasten. Zusammenfassend kann man sagen, dass alle drei Sprachen heutzutage noch breite Verwendung finden und trotz des Alters noch auf Platz 2, 3 und 4 des TIOBA-Rankings liegen. Alle drei Sprachen haben zwar einen gemeinsamen Namensstamm, sind trotzdem recht differenziert und haben einen unterschiedlichen Entwickler sowie Schwierigkeitsgrad. Danke fürs Zusehen. Falls euch dieses Video nicht gefallen haben sollte, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Falls es euch zugesagt hat, lasst doch gerne ein Like da, um mich in dieser Serie zu unterstützen. Solltet ihr noch irgendwelche offenen Fragen haben, stellt diese gerne in den Kommentaren. In einer Woche sehen wir uns dann bei der nächsten Programmiersprache wieder.